Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Explorers auf dem Planeten Maria, hieß er glaube ich. Und wir gehen jetzt in den Wald. Und das wird glaube ich auch recht interessant. Ich werde da übrigens mal noch ein Safe Game zu anlegen. Weil ich, wie gesagt, schon ein wenig das Ganze weitergespielt hatte. Einfach weil ich nur einen Laptop dabei hatte und nicht aufnehmen konnte. Und ich festgestellt habe, dass das ja sehr unangenehm sein kann. Im Wald, alleine, in der Nacht. Deswegen gehen wir am Tag. Allerdings muss ich auch zugeben, hatte ich da eine bisschen bessere Waffe dabei gehabt. Aber schauen wir mal, wir sind ja Profis, wir können das ja. Und im Zweifel werde ich auch mal so frei sein und in einschlägigen Seiten von, wo es ISOs gibt, mir mal ein Waffenskript runterladen, das vielleicht auch ein bisschen mehr Bums hat und trotzdem noch cool aussieht. Weil so der Profi-Designer bin ich ja nun echt nicht, wie wir so festgestellt haben. Vor allem habe ich noch nicht rausgefunden, wie man eigentlich die Farben so richtig ändern kann. Also ich weiß, dass es halt Farbpigmente und diverse Sachen gibt und man auch irgendwie eigentlich Farben einstellen kann und auch Materialien verändern kann. Was bist du da? Du bist was ich treffen kann? Und du bist nichts vor mir. Gut, da ist nichts weiter drin. Och, nö. Moment. Mustafa? Was muss. Ach, wir sollen dich ja eigentlich auf dem. Wir sollen jetzt unbedingt ein Fahrzeug bauen, ne? Du, das machen wir später. Quests. Side Quest, Main Story, Deferral, Setup a Base Camp, Tor, Tor, East Shells. Joyrides. Ich muss es leider aborten. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange du hinterher rennen wirst. Aber ich kann dir sagen, das können wir jetzt noch nicht subventionieren. Das wird mir eigentlich ein bisschen zu teuer und zu langwierig. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir die ganzen Sachen entweder die Bauteile kaufen müssen. Wir müssen ja auch noch ein Fahrzeug designen. Und bei der Gelegenheit kommen wir gleich mal hier. Ein bisschen Fahrzeugdesignen. Da unten ist irgendwas Silbriges demnach. Ui. Also wenn das Silber ist, dann ist das hier aber. Dann zeigt, wenn das Silber ist, dann zeigt das eine eindeutige Richtung. Dann ist es Zinn. Zinn zeigt in die Richtung, in die wir gehen sollen. So, nehmen wir hier noch ein bisschen Material aus dem Gebälk mit. Den da drüben lassen wir mal, wo er ist. Ich sehe gerade, wir laufen total in die falsche Richtung. Wir müssten eigentlich mehr da lang. Du bist so uns friedlich gesinnt, ne? Wir müssen genau. Ne, wir müssen dahin, genau. Ich glaube, die Bäume hier kann man auch fällen. Was bist denn du da oben? Möchte ich gar nicht kennenlernen. Und ganz nebenbei, das Interessanteste ist. Achso, das weiß ich jetzt leider gerade gar nicht richtig. Weil ich noch nebenbei rendere. Ich wollte fast sagen, dass das, was am meisten hiervon belastet wird, die CPU ist und nicht die GPU. Aber da ich noch dein Rendering von gestern Abend hier am Laufen habe. Oh, ich glaube, du bleibst bitte da unten, ja?
Und das sind übrigens diese komischen Früchte, die... Ja, wie heißen die kleinen... Die kleinen hellen Räuber, die so auf... auf zwei Beinen laufen. Die wir da schon des Öfteren mal einfach so nebenbei vorhin erst wieder einen erlegt haben. Die lassen, glaube ich, so ein Peach... Irgendwas Samenfrüchte fallen. Das sind die Bäume zu diesen Früchten. Ich weiß zwar immer noch nicht, für was wir die brauchen. Wie das dann mal mit einem Basecamp sein wird. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Ja, vielleicht können wir es gebrauchen. So, na komm. Gleich haben wir es. Ehrlich. Können sie nur um Stunden handeln. So, und, klack, klack, klack. Na danke. Punico Granatum. Also ein Punica Granatapfel. Oder so. Dahin, dorthin. Und bei der... Das ist nochmal so ein Baum. Aber wir haben uns schon mal einen mitgenommen. Wir wissen ja, wie er aussieht. Haben wir gleich nochmal einen Scanner. Was ist eigentlich hier drüben das? Das... Ach, das ist ein Stein. Habe ich nichts da. Der Wald ist trotzdem irgendwie schön. Also ich freue mich auf den Zeitpunkt, wenn das wirklich hier alles eine autogenerierte Welt sein wird. Oh, hallo Jungs. Ach, was war das was? Monsters? What monsters? Follow me, out of here. Dann laufen wir. Weil... Da hinter uns nämlich gerade ein... Ist noch zu sehen? Da sieht man ihn kurz, da oben läuft er, er haut ab. Das ist eigentlich das einzig Gute dran. Müssen wir mal schauen, wo sind wir denn hier? Da oben läuft er. Da sieht das mir ein bisschen... Was bist denn du? Was war denn das für ein Tierchen? Acht Fleisch sah ja knuffig aus. Ich weiß nicht, ob man das Ding richtig gesehen hat, aber... Was zum Teufel war das? Das hat unser Camp angegriffen, also sein Camp. Dieses Ding war nicht in den Berichten. Das ist echt Mist. Positiv ausgedrückt zumindest. Und es hat klare Zeichen von Intelligenz gezeigt. Ich konnte das erst gar nicht glauben, sagt er. So, shopmäßig hat er nicht zu dem Brüller. Können wir mal schauen, was eigentlich ist. Und was machst du nun? Tja, wir müssen ihm immer noch hinterher. Die haben drei von uns und seinen Freunden. Aber erst müssen wir zurück zum Camp und neu gruppieren. Dann sollten wir uns beeilen. Und er ist jetzt von mir beeindruckt. So, jetzt darfst du mir noch sagen, wo ich hin muss, weil... Natürlich hier einmal quer durch den Wald, wo diese komischen Monster herumrennen, wenn es sonst nichts ist. Süß. Hallo. Knuffiges Tierchen, wa? Und es läuft einfach weiter, das mag ich. Machen wir gleich nochmal einen Scan, ob es hier was gibt. Oh, hier drüben ist eine... Ist ein... Übergang, genau, ein Übergang ist das. Ja. Da kommt wieder ein Tierchen auf uns zu. Bist du da?
Ja, wir machen erstmal. Oh, Pflanze. Oder? Ja. Nur wenn es bloß ein bisschen Pflanzenfasern dafür gab. Oh. Das sind, glaube ich, Tierchen, die uns nicht mögen. Komm, wo bist du denn? Da müssen wir vielleicht doch mal mit dem Schwertchen rangehen. Zu fix. Geht die ab wie ein Zäpfchen? Also das letzte Mal mit den anderen Waffen war das irgendwie einfacher. Und mit der anderen Rüstung. Weil da war ich deutlich besser ausgerüstet wie jetzt. Und ich hoffe, das wird nicht gleich... Denn ich habe die böse Vermutung, da werden wir uns noch ein bisschen ausrüsten müssen. Wobei ich jetzt gerade nicht sicher bin, ob ich das offscreen machen werde oder euch das antun werde. Der anderen Seite. Ja, wir müssen schon, dass wir noch ein paar Skript, aber die kriegen wir, glaube ich, eh gleich bei dem nächsten Camp müssen wir ein paar Rüstungsskripte bekommen. Und die dürfte dann ein bisschen mehr hermachen. Und das zweite ist hier in der nächsten Aufnahmepause mal schauen, ob ich da irgendwo ein paar ISOs herbekomme. Mit Waffen, die ein bisschen Bums machen. Ach, das ist wieder so ein Zwerg. Genau. Ich denke, das ist ein guter Plan. So, hier Berg. Berg ist nur eine Sache. Da scannen wir mal. Leg ich los. Oh, so richtig scheint da auch nichts dabei zu sein. Bla. Irgendwie pfeift hier doch was, oder? So, das ist eine kleine Gruppe von diesen netten Tierchen. Hallöchen. Büchen. Aber die interessieren uns noch gar nicht. Wir wollen weiter zu dem Bone Camp. Go with Tarik to the Marsh. Achso, das ist sogar ein Camp von den Marsleuten. Naja. Sollte man vielleicht wieder mal die Texte lesen. Was bist du für ein Viech, Mama? Bogen außenrum war. Und da geht die Sonne unter. Und jetzt muss ich gleich. Entschuldigung. Niesen. Ich kann mich da, glaube ich, gar nicht so weit wegdrehen, als dass man es nicht mehr hört. Vor allem war gerade das Headset-Kabel zu kurz, als dass ich weiter hätte weggehen können. Ah, da ist das Camp der Marsianer. Ich frage mich, wie haben die das in diese Lücke? Ich meine, da unten ist das Schiff. Okay. Es sieht aus, als wenn es eine Landebahn bräuchte. Jetzt hat das hier... Ist das hier halbwegs offen? Ich frage mich, wie haben die es geschafft, dass die ausgerechnet hier runterkommen? Also, so vom... So riesengroß ist jetzt die Landebahn auch nicht. Oh, und das Ding dauert länger wie erwartet. Ich hätte gemeint, das haut jetzt mal so eben schnell weg. Tja. Gut, aber es ist ein süßes kleines Camp. Was das da ist. Das ist so bunt. So bunt leuchtet Wut. Ja gut, ich habe jetzt mehr erhofft. Ja, da drüben noch was, was man aufnehmen könnte.
Was hab ich eigentlich für Fähigkeit? Nausea. Oh. Weniger Health, weniger Attack. Und Diät. Ausbalancierte Diät. Minikorn. Hallo, Gary Brooker. Ja, da mag man nicht mit mir reden. Hier können wir vielleicht gleich mal unsere Sachen reparieren, wenn wir schon gerade da stehen. Wir haben Maskans. So, die Sch das ist die Kupferspitzhacke. Die hält eigentlich immer. Die Schaufel hält noch. Die Waffe. Ja. Batterie sowieso. Gut. Dann laufen wir noch ein paar Schritte. Da sagt dann Nanyang: Schau mal! Tariq, wo sind die anderen? Die haben es nicht geschafft. Ihr wurdet von einem von den Aliens angegriffen. Ach nö. Die Person da, also wir, hat mir geholfen zu entkommen. Wir hatten ein paar Versorgungssachen mitnehmen und wieder zu gehen. Er bedankt sich, dass wir Tariq geholfen haben. Wer sind wir? Wer wir sind? Also nicht von uns gehört. Blöde Gelegenheit für einen Besuch. Ja. Hier sind wir zum Teufel. Ist ja gut. Ja, und er hat die Augen auf mich. Dieser Erdling. Und wer ist denn das hier? Die Sandra Bogoley. Nette Rüstung schon mal. Können wir dich vielleicht das überzeugen, bei uns mitzukommen? Anstatt der Valerie? Was meinst du, was ich getan habe? Woher soll ich das wissen? Was? Maybe. Vielleicht sollen, haben wir angeblich schon eine Allianz mit den Aliens. Und warum vertraust du mir nicht? Ja, sie würde gern der Erde vertrauen, aber wird den Erdlingen vertrauen. Sie hat so an einer von den Erduniversitäten studiert. Aber die Leute sind einfach nur arrogant und rassistisch. Sie sind die arrogantesten und rassistischsten Lebewesen im Universum. Diese Zeit auf dem Planeten war die schlimmste ihres Lebens. Und wie sollte ich dann dir trauen? Erzähl mal was über die Aliens. Sie waren riesig, extrem stark und haben uns voll in den Arsch getreten. Entschuldigung für das Wort. Wenn die überall auf diesem Planeten sind, dann sind wir komplett haben wir komplett Pech. Und warum sollten wir nicht zusammenarbeiten? Ich habe schon 2 Follower. Das können wir ändern. Wir tun mal. Dup, 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 dup. Ja, okay. Ich bin mal nicht so. Du behältst deine Sachen, weil mit denen kann ich gerade nicht viel anfangen. Und noch deine Schild hast du eh noch. Waffe kriegst du. Das wäre natürlich jetzt echt gemein, wenn ich ihn einfach hier fortschicke ohne Ausrüstung. Mehr Sachen hat er nicht dabei gehabt. So, und wo sie jetzt hin? Komm, mein Süße. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Ach, habe ich immer noch 2. Und yep. Und arbeiten zusammen? Ja, aber erst wenn ich dir helfe. Was kann ich für dich tun? Das Camp ist sehr beschädigt. Und ihre Top-Priorität ist die Sicherheit. Wenn die Sicherheit ist garantiert, dann kommt sie mit. Kennst du diese Umbra-Wölfe? Die sind wirklich gefährlich zu uns Menschen. Und ja, wir sollen sie killen. Die Umbra-Wölfe. Ich denke, das sind die
die komischen weißen Dinger mit den extra Klauen an den Seiten. Ich denke mal, die klaue ich mir dann gleich mal ein paar und hause aus Latschen. Mal schauen, kann ich eigentlich... Wenn ich jetzt nochmal schnell ein paar... Wie hieß das gleich? Herde Juice. Machen wir mal ein paar. Natürlich liegen die jetzt bei mir direkt im... Wenn ich jetzt mal wüsste, wie das funktionieren würde. Dass ich die wieder aufteilen kann. Dann hole ich mir erstmal die Pfeile zurück. Sonst kann ich dir keine neuen Sachen geben. Warum hast du überhaupt ein Schwert dabei? Wenn du es eh nicht benutzt. Und dann kriegst du mal kurz die Dinger. Und du hast auch schon eins genommen. Ja. Dann gibt's mal wieder her. Okay. Das heißt so viel wie... Ihr springt zurück zum... bei dem Camp. Da waren, glaube ich, auf der anderen Seite einige von diesen Wölfen. Das gefällt mir, glaube ich, besser. Wir sehen uns außerdem in der nächsten Folge wieder. Ich danke fürs Zusehen und sage Tschüss.